Kollegen Dr. Anton Hofreiter für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist jetzt ein Jahr her, dass die Bundesrepublik Deutschland den Klimaschutzvertrag von Paris unterschrieben hat. Und was haben Sie gemacht innerhalb dieses Jahres, um davon etwas umzusetzen? Sie haben nichts gemacht in der Richtung. Sie haben weder beim Kohleausstieg was gemacht, noch haben Sie bei der Agrarwende was gemacht, geschweige denn, dass bei der Verkehrswende irgendwas vorangegangen wäre. Und Ihr eigener wissenschaftlicher Beirat hat Ihnen vorgestern wieder ein Stammbuch geschrieben, dass der Verkehrssektor ein klimapolitisches Desaster ist. Dabei könnte die Bahn für Klimaschutz zentral sein im Verkehrsbereich. Und die Bahn, die DB AG, gehört uns zu 100%. Diese ewige Ausrede, man könne da nichts machen, weil es ja eine Aktiengesellschaft ist, diese Ausrede können Sie einfach irgendwann mal stecken lassen. Nämlich, wenn sich die Eigentümerversammlung der DB AG trifft, dann trifft sich Herr Dobrindt mit sich selbst. Und da könnte er doch mal irgendwas unternehmen, dass die Bahn endlich auf Vordermann kommt. Und wissen Sie, es ist einfach extrem ärgerlich, dass Sie de facto nichts daraus machen, dass Ihnen die Bahn zu 100% gehört. Das ist ärgerlich für die Reisenden. Nicht? Die Reisenden stecken in unpünktlichen Zügen fest. Die Reisenden haben eine Bahn verdient, die uns zu 100% gehört, die endlich funktioniert und was nicht so ist, dass man beim Umsteigen nur entsprechend den sichtbaren Anschluss erlebt. Wenn Sie mal ab und zu Bahn fahren, dann kennen Sie den sichtbaren Anschluss. Man steigt aus dem Fernverkehrszug aus und sieht den Nahverkehrszug noch wegfahren, weil nicht die Abstimmung nicht klappt. Und am Ende sind angeblich immer die unschuldigen Mitarbeiter der Bahn und nicht die Unterfinanzierung der Infrastruktur, nicht die Unterfinanzierung des Wagenmaterials, nicht die unfähige Politik dieses Ministeriums. Und es ist ärgerlich für die Unternehmen in Deutschland. Nämlich, es ist ja nicht so, dass der Güterverkehr nicht erfolgreich wäre auf der Bahn. Er ist erfolgreich da, wo es entsprechend interessant ist. Aber das Problem ist, dass Sie die Infrastruktur nicht ausreichend ausbauen, dass wir da entsprechend Auslastungen von 100% haben, dass Sie die Engpässe entsprechend hinter Hamburg nicht beseitigen, dass Sie die Engpässe an der Rheinschiene nicht schnell genug beseitigen, sondern Sie setzen weiterhin auf isolierte, sinnlose Großprojekte. Sie waren noch nicht einmal in der Lage, entsprechend beim Bundesverkehrswegeplan die Verkehrsprojekte ausreichend zu bewerten und die Verkehrsprojekte im Bereich Schiene ausreichend im Bundesverkehrswegeplan reinzubringen. Das Einzige, was Sie geschafft haben, waren die Umgehungsstraßen in Ihren eigenen Wahlkreisen zu bewerten, anstatt endlich eine integrierte Verkehrspolitik zu machen. Und Ihre Verkehrspolitik im Bereich der Bahn ist auch schlichtweg eine Zumutung für den Steuerzahler. Nicht? Sie verschwenden da sinnlos das Geld und das sagen nicht nur wir Ihnen, das sagt Ihnen auch entsprechend der Bundesrechnungshof. Deswegen machen Sie endlich was aus diesem hundertprozentigen Bundesbesitz. Sorgen Sie dafür, dass die Engpässe beseitigt werden. Sorgen Sie für einen integralen Taktfahrplan. Integraler Taktfahrplan bedeutet, dass entsprechend die Züge zueinander passen und man nicht ewig auf die Anschlüsse wartet. Sorgen Sie dafür, dass entsprechend die Bahn zentral wird für die Mobilitätswende, dass die Bahn die Chancen nutzen kann, die aus Digitalisierung und Elektrifizierung entstehen. Machen Sie endlich die Bahnhöfe zu Mobilitätsdrehscheiben. Machen Sie etwas aus diesem 100% Bundesbesitz und sorgen Sie endlich für eine Bahnpolitik und reden Sie sich nicht weiter raus. Vielen Dank. Für die Bundesregierung